Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt's endlich mal wieder was von Playmobil. Vielleicht haben ja ein paar von euch auch schon die Lieferung gesehen. Ich hatte ja ein Video hochgeladen, wo ich die ganzen neuen Lieferungen gezeigt habe, die hier angekommen sind mit dem ganzen Spielzeug. Da war unter anderem auch das hier mit dabei. Der wunderschöne neue Zoo von Playmobil. Ich habe mir immer geschworen, sobald wieder ein neuer Zoo rauskommen sollte, werde ich mir den auf jeden Fall holen. Ich habe eigentlich noch viel zu viel. Ich brauche den eigentlich überhaupt nicht. Was heißt brauchen? Niemand braucht Playmobil eigentlich. Aber es ist doch so schön. Und ich wollte die ganze Zeit immer einen Zoo haben, weil das eigentlich im Grunde das war, womit ich als Kind am liebsten gespielt habe, also mit den Tieren. Dementsprechend war ich doch leicht enttäuscht, muss ich leider gestehen. Deswegen testen wir jetzt mal, ob der Zoo wirklich so gut ist oder nicht so gut. Ich habe halt so ein paar Befürchtungen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Oder ihr habt es in einem anderen Video schon gesehen, was ich gezeigt habe. Es gibt gar nicht mal so viele Tierarten leider, die jetzt mit bei diesem Hauptzoo dabei sind. Also es gibt eigentlich nur Giraffen und Pinguine. Und hier ist halt noch so ein kleiner See und da ist ein Pelikan. Aber ich glaube nicht, dass das... Oder ist das auch ein Becken? Vielleicht ist das auch ein Becken. Das wir jetzt gleich feststellen. Die Frage ist nur, ist der Zoo das Geld auch wirklich wert? Ich habe mir mal hier meine ganze Rechnung geholt. Ich habe nämlich natürlich nicht nur dieses Teil hier bestellt, sondern ich habe auch noch die ganzen Zusätze, die es aktuell gibt, bestellt. Also alle Tierarten, die ich bekommen konnte, die man halt eben dazu kaufen kann. Im Juli, ich weiß nicht genau, wann ihr dieses Video jetzt guckt, also im Juli 2020 irgendwann, werden noch mehr Tiere rauskommen. Auch coole Tiere. Ich habe schon Elefanten gesehen zum Beispiel. Und das allerbeste, worauf ich mich am meisten freue, ist der Streichelzoo. Das werde ich mir dann hoffentlich auch alles noch besorgen. Ja, ich habe leider gerade gemerkt, dass mein Kameraobjektiv nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich mir mal kurzfristig das von Ben ausgeliehen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war ziemlich teuer. Das heißt, das muss ich mir eigentlich jetzt erstmal kaufen, damit ich wieder normal aufnehmen kann. Weil ich hätte eben fast gar nicht aufnehmen können. Das ist ziemlich blöd, muss ich mal sagen. In meinem Lieferungsvideo habe ich auch schon gesagt, dass ich zwei Videos hier machen werde. Heute zeige ich euch diesen Standard-Zoo. Also nur dieses, was heißt nur? Das ist dieses fette Teil hier, ja. Nur das werde ich euch heute zeigen. Und in dem nächsten Video, das werde ich jetzt gleich danach auch noch direkt aufnehmen, werde ich euch dann alle Tiere zeigen, die es dazu gibt. Ich habe hier hinten hinter mir schon mal so ein bisschen was drapiert. Okay, das jetzt gehört nicht so wirklich dazu. Das wollte ich ja eigentlich zuerst aufmachen. Das war ja das Krankenhaus. Aber ich habe mich ein bisschen gedrückt, weil das so riesig ist. Und ich gar nicht genau weiß, ob ich das überhaupt auf den Tisch drauf kriege. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Eventuell muss ich das im Büro dann weiter drehen, wenn es nicht funktioniert. Wenigstens, um es euch am Ende dann einmal komplett zeigen zu können. So in seiner schönen Größe. Ich glaube, den Zoo kriege ich wahrscheinlich hier auf meinen Tisch drauf. Wenn ich allerdings alles am Ende einmal zusammen zeigen will, also in dem zweiten Video, was dann kommt, dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich auch einmal umziehen müssen, auch wieder im Büro und da dann einmal alles zeigen, weil ich glaube, das werde ich wahrscheinlich nicht komplett hier auf meinen Tisch drauf bekommen. Ich habe gerade mal nachgezählt, es sind insgesamt 10 Boxen, die es dann auch noch zusätzlich geben wird zum Zoo. Insgesamt habe ich, ich gucke mal kurz auf meine Rechnung, habe ich 180 Euro bezahlt. Ach nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht, ich muss noch was abziehen, weil ich habe, nee, wo ist es denn jetzt? Da, das hier habe ich nämlich auch noch mit dazu bestellt. Hupsi, das ist irgendwie da reingerutscht. Und zwar ist das die Eisdiele am Hafen, die hat 30,23 Euro gekostet. Das müsste man also einmal abziehen von den 180 Euro. Dann sind es roundabout so ungefähr 150 Euro für den kompletten Zoo, so wie es ihn jetzt gerade gibt. Dazu muss man aber sagen, leider sind nicht genügend Zaunteile vorhanden. Also hat man eigentlich nur Tiere, die halt ein bisschen so in der Gegend rumlaufen. Kann man natürlich auch machen. Man kann ja mit denen spielen, wie man möchte. Also man muss ja im Grunde auch keine Zaunteile haben. Ich persönlich fand es aber eigentlich immer schön, wenn es Zaunteile gibt. Das ist zum Beispiel einmal so eine Packung mit Zaunteilen. Nennt sich Erlebnis-Zoo-Gehege. Ich guck mal kurz. Das hat 6,99 Euro gekostet. Also wenn man sich ein neues Tier kauft oder wünscht zum Geburtstag, je nachdem, kann man sich solche Sachen vielleicht ganz gut von Tante, Onkel oder irgendwelchen Geburtstagskindern oder sowas wünschen. Aber das zeige ich euch dann ja in dem nächsten Video. Ich werde mich mal wieder hier oben von der Kameraperspektive verabschieden und dann die Kamera runterstellen, damit ihr das von vorne auch ein bisschen besser sehen könnt und dann zwischen den Perspektiven hin und her ändern. Ich weiß noch nicht genau, ob ich in diesem Video auch noch Briefe schaffe am Ende. Ich werde mal schauen, ob das geht. Aber am Ende, habe ich ja gesagt, werde ich euch auf jeden Fall nochmal alles komplett zeigen. Wieder so ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, ob es eine kleine Geschichte wird oder einfach nur wieder so eine Geschichte mit ein bisschen Musik dahinter. Das überlege ich mir mal ganz spontan, weil die kleinen Sachen, die mache ich ja eigentlich immer spontan am Ende. Ja, dann legen wir mal los und wir schalten einfach mal runter. Hier haben wir jetzt den neuen Playmobil Zoo. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass hier ist die Nummer 70341 und ist ab 4 Jahren geeignet. Bezahlt habe ich 49,90 Euro, kostet aber eigentlich normalerweise 69,90 Euro. Man kann das aber auch gut irgendwo günstiger finden. Ich habe das hier jetzt bei Figuren Spielland gekauft. Ich meine aber, dass es das auch noch bei anderen Online-Shops so günstig zu kaufen gab. 213 Teile sehen wir hier noch und ich kann es
einmal noch mal kurz umdrehen, weil man sieht ja auch immer gut auf der Seite noch was. Hier zum Beispiel sieht man die ganzen Einzelteile, die dabei sind. Auf dieser Seite gibt es einmal das Highlight. Ich denke mal, das sind wahrscheinlich die Giraffen hier im Zoo, weil wir ja leider sonst nicht so viele andere Sachen haben. Ich bin noch etwas verwirrt, ob das hier auch dazu gehört. Doch, ich glaube tatsächlich, das hier gehört auch dazu und das wahrscheinlich auch. Das ist natürlich ziemlich fies, wenn man das hier so sieht. Dann denkt man sich so, boah, ist das ein Riesenzoo. Aber das ist natürlich der Zoo, wenn er dann letztendlich im Juli komplett fertig rausgekommen ist. Weil hier sieht man natürlich auch in richtig groß die Elefanten und die gibt es ja noch gar nicht. Hier hat man definitiv schon mal eine kleine Vorschau. Wir wissen, Flamingos gibt es auch noch nicht. Es gibt auch keine Pandas bisher. Die Tiger fehlen auch noch. Genauso wie auch die Orang-Utans, die gibt es auch noch nicht. Also es wird tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr geben jetzt im Juli. Und wenn es dann mal fertig sein wird, dann wird es, glaube ich, ein echt richtig krass fetter Zoo sein. Ja, wo man sich aber leider sehr viel zusammenkaufen muss. Hier kann man so ein bisschen was erkennen, was es dann noch dazu gibt aktuell. Wir haben das alles. Ja, genau, das werde ich euch am nächsten Video zeigen. Und noch mehr, nicht nur das. Dann drehe ich hier einfach schon mal um und mache hier erstmal auf. Gott, dazu muss ich jetzt mal aufstehen. Ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Paket geöffnet. Also wenn man das hier so aufmacht, dann kann man das danach auch wieder ganz gut verschließen. Mal so als kleiner Tipp. Dann einmal hier auf der vorderen Seite den zweiten hier öffnen. Und dann geht das schon fast von alleine auf. Jetzt ist es zwar auf dem Koffer, aber jetzt kann man es eigentlich hier so schön aufklappen. Sieht komisch aus, ne? Okay, das sieht ja leicht verloren aus. So eine Riesenpackung und dann nur so halb voll. Hä, warum habe ich denn so eine große Packung? Vielleicht damit man nachher, wenn man alles zusammen hat, das komplett hier in die Verpackung wieder reintun kann. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass das der Grund ist dafür, wenn man die ganzen Zusätze hat, ne, dass man dann nur einen einzigen Karton braucht. Vielleicht ist das ja so gedacht. Ich lege das mal hier zur Seite, weil ich sonst überhaupt keinen Platz habe. Ich hole jetzt mal die Sachen einzeln raus. Ich zeige euch das natürlich wieder ganz detailliert. Dafür hole ich auch mal wieder ein bisschen näher ran. Also das sind, denke ich mal, so... Oh nein, hier gibt es ja schon wieder Verbinderstücke. Ich dachte, wir haben es durch. Ich dachte, es gibt keine mehr. Naja, man kann wahrscheinlich diesen Weg hier auch so zusammensetzen, wie man möchte. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich ja auch weiß, ich habe noch einen Erweiterungsteil, wo die, glaube ich, dran passen könnten. Nämlich einmal das hier. Das zeige ich ja im nächsten Video. Aber auch das hier. Also das könnte man wahrscheinlich auch dran bauen. Das finde ich mal ziemlich cool, dass man die Teile miteinander kombinieren kann. Ich habe hier schon mal so eine kleine Felsenhöhle rausgeholt. Das würde eigentlich auch super passen zu den Löwen, aber die haben ja ihren eigenen Felsen mit dabei. Deswegen, eventuell gehört das hier auch so mit zu dem Weg dazu. Naja, ich habe ja meine Anleitung hoffentlich. Noch so ein kleiner Felsen. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An meine Karibikinsel. Da gab es ja auch so richtig coole Felsenteile. Vielleicht kann man das auch irgendwie so miteinander noch verzwurbeln. Das sieht bestimmt auch cool aus. Oh, ach so, das hier ist diese Pinguinrutsche, die man da vorne drauf gesehen hat. Ja, die ist eigentlich ganz niedlich. Dann öffne ich erstmal die ganzen Tüten. Oh Mann, Billy hat seinen Geist aufgegeben. Der hat mal so toll geschnitten. Aber ich muss gestehen, ich habe zu viel Katzenhaar damit geschnibbelt. Ich glaube, das war nicht so gut. Wobei, wenn man hier so vorne ansetzt, geht das eigentlich noch. Aber nur oben. Na toll. Oh, und die letzte. Das waren jetzt einige Tüten, die ich gerade eben zwischenzeitlich mal kurz aufgeschnitten habe. Bestimmt 10 bis 15 Tüten. Das hier ist mit die wichtigste Tüte. Mit meiner Anleitung. Ah, das letzte, was hier noch so rumschwirrt. Okay, eine Giraffe. Dann sortiere ich erstmal hier für mich auf dem Tisch. Erstmal gucken, was es hier alles so gibt. Holen wir erstmal alles raus und sichten so ein bisschen. Das sieht doch alles sehr nach Felsen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich zu den Pinguinen gehört. Alles so ein bisschen mit Wasser und Eis. Das erinnerte mich irgendwie so an diese Fütterungsstation von den Löwen. Aber das gibt es vielleicht ja auch für die Giraffen. Ein paar Baumteile. Mein Gott, es ist wieder alles durcheinander. Hilfe! So viele Teile. Ich habe schon so richtig Angst vor dem Krankenhaus. Das hat mal über doppelt so viele Teile wie der Zoo. Puh, ich habe es auch schon ein paar Mal gelesen, dass ihr euch das Krankenhaus wünscht. Ich will es ja auch unbedingt zeigen. Ach, das ist vielleicht für einen Baum. Das weiß ich noch nicht. Ein Schild. Ja, nochmal so ein paar Baumteile. Ein paar Zaunteile. Blümchen. Was haben wir hier noch? Gott, wahrscheinlich eine Schubkarre. Oh Gott, erstmal alles zur Seite. Verkaufstresen eventuell. Ein Schild vielleicht? Das weiß ich. Teune. Die sehen übrigens sehr schick aus. Das muss ich sagen. Die sehen schon auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Haben wir schon mal testweise ein paar Zaunteile gedruckt, beziehungsweise drucken lassen hier mit unserem Drucker. Wir haben ja so einen 3D-Drucker zu Hause. Die sehen auch ziemlich cool aus, aber es dauert voll lange, bis ich da irgendwie ein paar zusammen habe, weil es reicht ja auch nicht, wenn ich da jetzt nur 3 Stück habe. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ah, vielleicht der Eingang. Ah, ich sehe Tiere. Tiere und ein Flieger. Das ist natürlich wichtig. Was ist das? Ach so, aus dem Luftballon. Ich dachte, wie sehen denn die Pinguine aus von Playmobil? Aber nein, das ist ein Pinguin. Ein Kind und irgendwelche anderen Sachen, die man so in der Hand trägt. Das sind so ein paar durchsichtige Teile. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zaun. Vielleicht für den Pelikan. Unser Verbinderstück. Ich habe noch gar keinen Verbinder gesehen. Hä? Ist da gar kein... Es muss doch auch Verbinderstücke geben. Kleinkram, keine Ahnung wofür. Hö, das erinnert mich an Futter und Essen. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich muss gleich ganz viel kleben. Irgendwie habe ich mal wieder gedacht, das wird nicht so lange dauern. Und irgendwie glaube ich mal wieder, ich hatte nicht recht. Guck mal, Michael aus Lönneberger hier. Tralala. Auch wieder so ein kleiner
da gehört nichts zusammen. Ich muss sagen, wenn man hier so die Tüten aufmacht, verwirrt mich das immer etwas, weil man irgendwie nie sowas Richtiges hat, was dann zusammengehört. Bis auf, okay, gut, hier sind ein paar Tiere. Wow, was war das? Nein, hier ist irgendwas rausgeflogen. Ach, ist egal, ist ja sowieso nicht sortiert. Tiere, Menschen, Fahrräder, Pinguine und noch eine Tüte in der Tüte. Na toll. So, die kommen mal zu den großen Pinguinen. Ey, das ist auch nochmal sehr viel Kleinzeug. Unter anderem nochmal eine Figur. Oh, Futter. Mein ganzer Tisch ist schon voll. Oh Gott. Ach, hier ist auch nochmal eine Tüte. Noch eine Tüte. Oh, hä? Was ist das? Könnte ein Henkel für irgendwas sein oder eine Leine oder so. Ich weiß nicht, ob wir eine Leine brauchen. Vielleicht hat ja jemand einen Hund dabei. Das wäre komisch. Was ist das denn hier? Eine Gerte. Hä? Und so ein komisches Netz? Ah, ich glaube, damit werden die Giraffen gefüttert. Nein, da sind ja die Verbinder. Hinfort, weg, weg. Hä? Gummifeuerkeulen. Naja. Oh, was zum Trinken und was zum Essen. Wo ist zum Essen? Wo ist zum Essen? Da fliegt der Donut. Das ist auch komisch. Vorhin habe ich auch schon Donut gehackt. Jetzt habe ich noch einen. Oder noch zwei. Das ist wieder, weiß ich nicht, Pflanzen, Schmetterling, alles. Weiß noch gar nicht, wo ich das hinsortieren soll, weil es irgendwie nirgends dazu passt. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch für diese komische Fütterung. Und die Giraffen. Ich leg das mal dazu. Vielleicht habe ich ja recht. Oh, hier, die Leine. Nee, warte mal, das ist ja noch eine Leine. Ich habe zwei. Ah, vielleicht gehört das auch zu einer Tasche. Natascha. Okay, das muss ich hier zur Seite legen. Das darf ich auf jeden Fall nicht verlieren. Mal gucken, ob ich das noch kann mit den Verbindern. Puh, Kleber für den Eingang. Kleber für irgendwas anderes. Hoffentlich war es das jetzt. Ich glaube, das war's. Bin kein begeisterter Kleber-Fan, das wisst ihr ja. Kleber sehen immer irgendwann abgenibbelt aus. Deswegen finde ich das immer blöd. Hey, wo ist unser Katalog? Hä? Es gibt doch sonst immer einen Katalog. Hey, man hat mir... Oh, noch eine Leine. Hm? Man hat mir meinen Katalog unterschlagen. Wieso gibt es hier keine Kataloge mehr mit bei? Bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, eigentlich finde ich das immer doof, weil ich mal alles haben will, aber egal. Irgendwie finde ich es auch schön. Wie viele Seiten hatten das Ding? 15. Uffs. Ah, guck mal. Ah, hier kann man auch Sachen ankreuzen, was man haben will. Oder was man schon hat. Genau, hier, das ist angekreuzt. Das haben wir. Ah, und wisst ihr was? Ich kann überall ein Kreuz machen. Ich habe wirklich alles. Ich wusste nicht, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich alles habe, aber ich habe tatsächlich alles. Weil bei den anderen Sachen, die jetzt noch nicht draußen sind, konnte man nur anfragen und ich hatte schon Angst, dass irgendwas ausverkauft ist. Ah, aber das war es wohl Gott sei Dank nicht. Ich fange mal an mit der Anleitung. Das hier ist das erste Teil, was man benutzen soll. Nämlich nicht so rum, sondern wohl so rum. Die Sachen hier brauchen wir jetzt für den nächsten Schritt. Vielleicht könnt ihr es schon erkennen, das sind so kleine Blumenpötte. Da musste ich gerade ganz genau hingucken, was ich jetzt brauche. Also wir haben einmal das Teil hier von unten, damit wir das in den Berg gleich reinstecken können. Dann gibt es hier oben so einen grünen Pflanzenteil. Für den brauchen wir dann diese vier Blüten. Die können wir so anordnen, wie wir wollen. Wir haben einmal ein Blau. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es ein bisschen komisch, dass wir hier noch einen extra haben. Hä? Gelb? Naja gut, vielleicht kann ja da noch ein Schmetterling drauf am Ende des Tages, wenn wir irgendwie was über haben. Gucken wir mal, ob das gut aussieht. Man kann hier natürlich wieder durchtauschen, wie man das gerne haben will. Das wäre dann unser erster. Zweite, ähnlich aufgebaut. Aber hier sowas, was andersrum reingehört. Und ich hoffe mal, dass das durch den gleich hier verbunden wird, dass das nicht wieder rausfliegt. Ja, okay, das funktioniert. Jetzt haben wir so eine bisschen andere Art von Pflanze. Hier passen 5 kleine Blüten dran. Und auch außen gibt es wieder irgendwas, wo man vielleicht noch was draufsetzen könnte. Hier 2 dunkelblaue und 3 hellblaue. Machen wir so ein bisschen wild. Ich mag das ja immer, wenn das so ein bisschen wild wächst. Sördele. Das wäre der zweite. Und die müssen jetzt hier oben drauf gesetzt werden. Einmal der hier, der zweite. Und einmal hier in den letzten. Ob das jetzt hier so ein Muss ist oder ob man das auch anders machen kann, ich denke mal, vielleicht ist man da auch variabel. Und hier haben wir noch so einen kleinen Stein, den man hier oben reinsetzen soll. Keine Ahnung, warum der nicht schon vorher drin war. Offensichtlich war das wichtig, den selber hier drauf zu setzen. Okay. Naja, man kann ihn immerhin drehen. Das ist doch schon mal gut. Jetzt geht's los mit der Klebearie. Einmal hier drauf den Kleber Nummer 5. Das ist der hier. Ach so, da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Also bitte nicht über den Zaun steigen. Komisch, das hatte ich eigentlich gerade vor. Muss man eben kurz schauen. Ich glaube, eigentlich war das hier so rumgedacht. Dann haben wir hier diese Metallstange, wo man das hier so reinklicken kann. Und dann haben wir hier ein Achtung, Achtung-Schild. Bitte fahren Sie Ihre Hände ein und kommen Sie nicht ins Wanken. Damit sie bitte nicht zu den Löwen reinfallen und gefressen werden. Die hatten nämlich heute schon zwar kein Mensch, aber Fleisch hatten sie. Jetzt haben wir den ersten hier, das erste Verbindungsstück. Das muss wohl hier rein. Kannst du das immer so ganz gut reinhebeln, ne? Okay, ich kann es noch. Puh, ich glaube, das verliert man auch nicht so schnell. Einmal dann umdrehen und hier kommt der Aufkleber Nummer 2 drauf. Das ist dieser hier. Ja, gut, kann man auch ganz gut erkennen. Der hat natürlich eine sehr eigenartige Form, nämlich diese hier. Und den kleben wir jetzt einfach mal hier rein. Ja, ich versuche mal gerade hier auch in der Mitte so ein bisschen ranzudrücken. Ich glaube, das war vielleicht nicht ganz so optimal, aber ich meine, das könnte man so lassen. Und natürlich auch hier vorne drauf, weil das ist ja das komplette Zoo-Eingangsschild. Da kommt Aufkleber Nummer 1 drauf.
Sieht natürlich ganz schick aus. Unser Zoo hat offensichtlich keinen Namen. Sonst würde der ja wahrscheinlich hier draufstehen. War definitiv eine doofe Idee, mittig anzufangen. Ich fange jetzt einfach mal hier an der einen Seite an. Ja, das funktioniert doch besser. Immer schön an einer Seite anfangen, damit man das auch hier richtig raufklebt. Ich weiß gar nicht, wieso ich auf die doofe Idee kam. Nein, ich habe eine Blase. Gerade nochmal gerettet. Und wisst ihr was? Der Felsen, den wir hier eben zusammen gebaut haben, der gehört mit dazu. Hier haben wir nämlich so eine kleine Ausbuchtung, beziehungsweise nicht aus, sondern Einbuchtung. Und hier kommt das hier rein, wo wir ja gerade das Verbinderstück eingebaut haben. Das können wir jetzt so reinklicken. Dann wird das hier miteinander verbunden. Okay, das war eigentlich ganz easy. Ich frage mich nicht, ob ich zuerst hätte... Ja, zuerst hätte das dran machen müssen. Toll. Also nochmal. Das muss wohl hier irgendwie rein. Da oben vielleicht? Nee. Oh nee, Leute, wisst ihr was? Ich habe das falsch rumgeklebt. Ah, oh, krieg ich das noch ab? Hilfe! Wie toll, dass ich das auch noch so gut festgeklebt habe gerade. Aber Gott sei Dank. Die haben wohl damit gerechnet, dass das einigen passiert. War mal wieder klar, wem das passiert, oder? Also nochmal, darauf achten, dass diese hier unten sind und dann so rum aufkleben. Ah, Mann, warum passiert mir jedes Mal sowas? Immer passiert mir irgendwie sowas. So, so rum passt das dann nämlich auch. Hoffentlich, oder nicht? Leute, was soll das? Warum passt das nicht? Oder gehört das hier vielleicht oben ran? Könnte auch sein, ne? Sieht ein bisschen doof aus. Scheint mir nämlich doch irgendwie nicht so richtig zu passen. Ist so schief. Hä? Ach, wisst ihr was? Man muss das so schräg hier reinmachen. Jetzt verstehe ich. Genau. So, weil dann passt das hier nämlich auch. Weil dann geht das nämlich hier auch nach unten. Ah, okay. Alles klar. Jetzt haben wir's. Und jetzt aber nochmal. Jetzt ist das hier oben nämlich fast wie so ein Geländer. Nicht nur fast, sondern ziemlich genau. Fehlt jetzt nur noch das Schild. Das muss nämlich auf diese Seite. Kollidiert so leicht mit der Blume, habe ich das Gefühl. Dann drehen wir doch mal die Blume ein bisschen. So schaut es jetzt aus. Auf dieser Seite, denke ich mal, brauchen wir auch noch so ein Teil. Der nächste Schritt geht an der gleichen Stelle eigentlich im Grunde hier fast weiter. Wir sind immer noch am Eingang. Irgendwie brauchen wir noch eine weitere Pflanze. Keine Ahnung, wieso wir die nicht eben schon gemacht haben. Aber na gut, dann machen wir die halt eben jetzt. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe ein pflanziges Dingsbums vergessen. Oh mein Gott, ich habe gerade Ewigkeiten gesucht. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Das kommt immer, weil hier alles komplett durcheinander fliegt. Deswegen sieht man dann irgendwie so die kleinen Teile nicht. Bei mir jedenfalls immer so. Hier können wir wieder genauso anordnen, wie wir wollen. Ich nehme mal wieder so eine schöne gelbe hier oben. Ihr wisst ja, gelb, meine Lieblingsfarbe. Hier unten vielleicht noch eine gelbe. Sonst haben wir eigentlich nur weiß. Ja, wo gehört die denn jetzt noch hin? Eigentlich hier daneben direkt. Bin ja ein totaler Blumenfan. Ich mag das voll. Mit den ganzen schönen Blumen hier. Ah, eine kleine Flagge kriegen wir auch noch. Aber erstmal kümmere ich mich wieder hier um dieses Verbinderstück. Das muss wieder an der gleichen Stelle rein. Kennen wir ja schon von eben. Und auch das Bekleben kennen wir schon von eben. Da kommt nämlich dieser hier drauf. Kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Wobei, dieses Mal sind das zwei unterschiedliche. Ach so. Hier gibt es irgendwie so eine kleine Unterbrechung. Also den einen kleben wir auf diese Seite hier. Was ich ganz süß finde. Hier sieht man die Preise. Erwachsene 15 Euro oder was auch immer, Playmobil-Dollar. 8 für Kinder, 30 für eine Gruppenkarte oder so eine Familienkarte und 12 für Behinderte. Das finde ich süß. Das hier kommt auf die rechte Seite. Und da habe ich auch gerade schon gesehen, das ist eine Infokarte vom Zoo. Das ist ja süß, hier wie der Zoo aufgebaut ist, was man wo finden kann. Hier die Giraffen, die Pinguine und die Pelikane. Ja, mehr haben wir ja auch noch nicht, ne? Ist natürlich doof, wenn man nachher noch mehr hat. Dann stimmt die Karte ja gar nicht mehr. Wo kommt denn die Fahne hin? Hier oben. Vielleicht kommt dann die auf der anderen Seite die andere Fahne noch rein. Habe ich die übersehen? Ah, das kommt jetzt. Ah, okay, das habe ich übersehen. Dann fügen wir das mal hier zusammen. Einmal so reingeklickt und dann hier befestigt. Können wir jetzt hier auch noch die Fahne reinstecken. Wäre dann das letzte. Wind kommt aus dieser Richtung, deswegen wehen die natürlich beide in dieselbe Richtung. Das sieht ja sonst ein bisschen komisch aus. Eingang ist auf jeden Fall, finde ich, ziemlich schick. Hätte ich gar nicht mal vermutet. So, von dieser Seite, finde ich, sieht man das eigentlich auch nochmal besser, so wie er dann wirklich auch da stehen wird. Und hier kommt jetzt gleich auch noch der Weg oben dran. Und den müssen wir zusammensetzen mit, na, ratet mal, Verbinderstücken. Yeah. Aber diesen gelben hier, die in beide Richtungen funktionieren. Beschrieben ist es jetzt, dass man den so zusammensetzt, aber man kann den natürlich, glaube ich, auch ganz willkürlich zusammensetzen, so wie man das gerade selber gut findet. Wieso kriege ich das nicht rein? Was soll das? Drehen vielleicht? Ich versuche mal die Seite. Au. Dann drehe ich das mal um. Vielleicht ist das besser. Oh, das war voll easy. Oder auch doch nicht so easy. Kam nämlich direkt wieder mit raus. Ich glaube, jetzt ist er drin. Okay, ich drehe das. Nein! Oh Mann, ich hasse die. Die sind doof. Okay, jetzt ist er irgendwie drin, aber er ist schief. Ich weiß nicht, ob das so soll. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Naja, wenn es nicht geht, dann muss ich es wieder rausnehmen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ah, der ist jetzt richtig drin. Okay, das heißt, der ist nicht richtig drin. Oh Gott, man muss echt richtig dolle drücken. Und es muss so reingesetzt werden, dass es gerade ist. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, weil ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Und dann versuchen wir das jetzt mal hier zusammenzudrücken. Oh Gott. Ich frage mich mal, wie sollen das Kinder schaffen? Das schaffen die doch nicht. Ich schaffe das doch selber immer schon nicht. Oh, Kraft. Moment, ich muss das mal eben kurz anders machen. Okay, kleiner Tipp. Geht gar nicht.
Ich habe jetzt auf der anderen Seite, weil ich die auch nicht mehr rausgekriegt habe und ich die wahrscheinlich sowieso gleich nochmal brauche, habe ich die jetzt andersrum reingemacht, mit der etwas schlankeren Seite hier zu mir gedreht. Und ich hoffe, dass es jetzt vielleicht besser funktioniert. Ja, ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall besser, aber ich kann es euch hier gerade nicht zeigen. Ich muss das auf dem Schoß machen. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so blöd. Es ist so blöd zusammenzubauen. Ich habe hier, ich weiß gerade nicht, oh, mir tut alles weh. Ich musste das auf dem Schoß zusammenbauen und echt mit so viel Kraft. Warum? Warum macht man das? Ich meine, das sollen letztendlich Kinder zusammenbauen. Also das ist doch eigentlich nicht für Kinderhände bestimmt. Wenn schon Erwachsenenhände so wehtun. Au! Ja, das brauchen wir jetzt für den nächsten Teil. Ich habe schon gesehen, großartig. Die anderen zwei müssen leider nicht an diese Seite, sondern an diese hier. Ich habe mich schon gefreut. Gut, dann versuchen wir es nochmal mit der etwas breiteren Seite wieder hier rein. Das geht ja jetzt mittlerweile, wenn man weiß, wie rum das hier rein muss. Also das einmal so gerade ist, sagte sie und kriegt es nicht rein. Wenn es nicht reingeht, einfach einmal drehen, dann geht das vielleicht mal. Oder nochmal drehen. Oder auch nicht. Nochmal drehen. Ah, das geht jetzt. Ich werde das nie, nie wieder auseinanderbauen. So viel dazu, dass man es mal eben einfach ändern kann. Nein! Einfach ändern ist auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt schon ein Problem. Ich habe gar keine Lust mehr, das hier weiter zusammenzubauen, weil es nicht funktioniert. Das kann doch nicht sein. Oh Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie demotivierend das ist. Ich habe gerade so lange gebraucht. Ich habe hier überall Abdrücke, weil ich es nicht reingekriegt habe. Ich habe jetzt ein anderes genommen. Ich hatte noch eins, Gott sei Dank, über. Aber ich hoffe, ich brauche das letzte nicht, weil es ging gar nicht. Mann, warum? Warum? Oh Mann. Warum muss das denn so doof sein? Und ihr wisst, ich liebe Playmobil, aber ich finde, das ist wirklich echt nicht gut gemacht. Weder für Kinderhände, also schon gar nicht für Kinderhände, aber genauso wenig eigentlich für Erwachsenenhände. Jedenfalls nicht für meine zarten Fingerchen. Ich baue einfach schon mal das hier auf. Das sind nämlich die Stelzen für unten. Die sehen eigentlich ganz niedlich aus. Kann man hier so ein bisschen hindrehen, wie man das gerne haben will. Ich mache es einfach mal so. Ich bearbeite jetzt, glaube ich, einfach erstmal den Weg und hoffe, dass das hier ein bisschen einfacher reingeht. Oh Gott, ich glaube, ich kann es euch wieder hier nicht zeigen, weil es wahrscheinlich wieder nicht funktioniert. Oh, oh mein Gott, das hat geklappt. Und hoffentlich war das überhaupt der richtige. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Es gibt nämlich zwei verschiedene. Das hier wäre der längere. Egal, wenn es nicht stimmt, ist mir egal. Das bleibt jetzt so. Oh, ich habe noch vergessen, das hier reinzumachen. Das war eigentlich schon der nächste Schritt. Upsala. Wir stecken erstmal die Zaunteile hier oben drauf. Hier gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Das sind nämlich immer so diese, die hier für die Rundung gemacht sind. Die anderen, die kommen jetzt auch gleich. Das sind die, die hier so einen leichten Schwung haben. Die finde ich auch super schön. Und die setze ich einfach jetzt vorher schon mal drauf, bevor ich das jetzt alles hier drauf baue. Eigentlich steht das in der Anleitung anders. Aber ich glaube, dass das hier einfacher ist, wenn man das zuerst drauf setzt. Ah, hier muss man mal gucken, wie das passt. Hier passt das nicht. Passt der hier vielleicht? Ja, der passt. So. Dann haben wir hier einen für diese Richtung und hier noch einen, der auf der Seite abschließt. So, dann setze ich das jetzt mal hier oben drauf. Warte mal, das gehört, glaube ich, gar nicht hin. Ich glaube, das gehört hier so in die Mitte. Ah, der gehört unter diese Ecke. Aber das war richtig. Oh doch, das ist auf jeden Fall einigermaßen stabil. Ich glaube, ich habe es tatsächlich falsch rum hier ran gemacht. Nein. Ach so, nee, warte mal. Nee, ich glaube doch nicht. Ach so, ich habe den, glaube ich, generell andersrum. Hm. Naja, im Prinzip kann man da eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Jetzt habe ich halt eine andere Biegung, aber egal. Hier gibt es dann noch so ein kleines Utensil, nämlich eine Überwachungskamera, damit da auch nichts... Ach nee, warte mal, das ist gar keine Überwachungskamera, das ist ein Fernglas. Wahrscheinlich, damit man die Tiere sehen kann, wenn die sich irgendwo verstecken. Gibt es ja manchmal sowas, ne, mit Münzeinwurf. Hab ich schon gesehen, ich glaube, das Teil lässt sich wahrscheinlich auch so drehen. Oh, das ist schon wieder so doof, hier zusammenzubauen. Mann, kann ich das nicht vielleicht zuerst hier oben draufsetzen? Vielleicht geht es dann einfacher. Oder auch nicht. Ne, das wird wohl nix. Okay, ich hab's. Ich konnte es euch leider gerade wieder nicht zeigen. Seht schon wieder hier die Abdrücke. Oh, au. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt mit einem Mal wieder so schwierig ist. Ich war so begeistert von dieser kleinen Straße, weil man da... Warte mal, ich mache das gerade hier hin. Hier ist, glaube ich, besser mit dem Ausblick. Weil man da die Sachen so einfach zusammensetzen konnte. Irgendwie war das richtig cool. Das Gefühl, jetzt ist das wieder so schwierig, dass man die Sachen irgendwie gar nicht richtig zusammenbekommt. So, Moment, ich zeige euch das mal hier in der Kamera. Weil hier kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Hier kann man das so ein bisschen hin und her drehen. Kann man dann in jede Richtung schauen. Je nachdem, wo das hier gerade ist. Das ist ein schönes Detail auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst, nämlich jetzt kommt wieder das hier. Und das andere Problem ist, eigentlich soll das hier rein. Aber es ist ja schon in dem anderen Ding da drin, weil ich habe es ja nicht mehr rausgekriegt. Oh, das könnte problematisch werden. Vor allem soll man das hier eigentlich zuerst an das andere Teil hier bauen. Aber ich kann euch ja jetzt schon sagen, dass ich das wahrscheinlich nicht dran bekommen werde. Dann versuche ich das jetzt mal umgekehrt. Versuche das erstmal hier rauf zu bekommen. Oh Gott. Hä? Ja, ich habe es. Oh mein Gott. Es ist dran. Habt ihr es gehört? Es hat geklappt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber... Das wird jetzt das Ende von dem Weg sein, also von dieser Seite hier. Das müssen wir einfach nur drunter schieben. Jetzt müssen wir eben mal ganz kurz gucken, wo gehört denn der Baum hin? Ah, okay, der Baum gehört nach unten und hier kommt dann der Weg oben drauf, weil da ist nämlich auch so ein Nupsi, den man da einfach reinstecken kann. Dann setze ich doch erstmal hier einfach dieses Geäst oben hin und dann kann ich
wahrscheinlich den oben drauf setzen. So, ich glaube, da ist man auch so ein bisschen, wobei, nee, eigentlich gehört das schon genau so rauf. Dann haben wir hier oben drauf noch zwei Blümchen. Ich denke mal, hier könnte eventuell auch noch ein Vogel oben drauf passen. Haben wir denn hier auch noch was frei? Nee, da ist ja gar nichts mehr. Ach so, ich dachte, wir haben noch was. Ups. Und dieses Zaunteil gehört dann irgendwie hier dran. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Weg sein könnte, wo dann irgendwie ein Wärter oder sowas hingehört, wo der vielleicht füttern kann. Oder ob man hier oben die Tiere so hautnah sehen könnte. Das ist natürlich auch ganz cool. So, hier kann man das vielleicht ganz gut sehen. Hier endet der Weg auf der einen Seite und auf der anderen Seite, hier kommt dann nämlich der Eingang hin. Und zwar hier oben an die zwei letzten freien Löcher. Das kann man hier einfach so einrasten lassen. So, wenn man den trifft, macht dieses Mal ausnahmsweise nicht klack. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Zeige ich euch hier nochmal, weil der Eingang ist nämlich hier unten. Also hier bezahlt man wahrscheinlich hier draußen. Und dann geht es hier los. Hier hat man eine Treppe. Hier geht es dann hoch. Das ist eine richtige Steintreppe. Dann kann man nämlich hier oben lang gehen, kann hier dann nochmal so rausschauen. Hier ist ja der Ausgang oder Eingang. Und dann geht es hier weiter, hier oben über den Weg und kommt dann bis hier zum Ende. Wobei, was ist denn da? Dann ist ja da schon Ende. Was ist denn das dann für ein kleiner Zoo? Kann man nicht hier irgendwie noch so eine Treppe oder irgendwas anbauen? Das muss ich mir ja nochmal angucken, wie das dann mit den anderen Gehegeteilen und mit diesen anderen Zaunteilen wird. Nein, ich will den nicht nochmal auseinanderbauen. Nein. So, hier kommt gleich ein bisschen mehr. Ich habe mal das hier so zusammengefasst. Das ist, wie man sehen kann, eine kleine Grünfläche. Da kommt ein kleiner Baum rein. Zwar nicht so, wie man zuerst vermutet, hier in das große Loch. Nein, sondern hier in dieses kleine. Da haben wir dann zwei Baumkronen. Eine hier ganz oben, eine auf dieser Höhe. Wenn man zum Beispiel noch so einen Kakadu hat, der könnte theoretisch auch hier drauf sitzen. Aber vielleicht haben wir ja auch noch sowas. Irgendwas, was man hier draufsetzen kann. Dann haben wir noch zwei Blümchen, nämlich zwei rote. Haben auch jeweils hier oben einmal drauf gesetzt. Und damit die Wiese noch ein bisschen hübscher aussieht, haben wir diese frischen grünen Blätter. Das sind wahrscheinlich so kleine Büsche. Einer kommt hier nach außen. Ihr wisst ja, ich versuche das immer so ein bisschen zu machen, wie es auch auf der Anleitung ist. Ihr könnt das natürlich eigentlich komplett frei hier benutzen. Aber ich mache das immer, damit man einmal sieht, wie das eigentlich gedacht ist. Hier haben wir dann so einen dunkelgrünen, der gehört hier hin. Ich denke mal, das ist vielleicht Moos. Wundert mich gerade, dass ich hier noch einen frei habe. Ich habe nämlich eigentlich noch so ein zweites Moosteil. Aber irgendwie sieht das so aus auf dem Bild, dass das hier das zweite Loch auch noch so verdeckt. Vielleicht muss ich das andersrum drauf machen. So. Oder so irgendwie. Ja, mal schauen, wo das andere hinkommt. Dann haben wir dieses ominöse Gärtending, wo ich auf jeden Fall vorhin gesagt habe, das ist eine Gärte. Das gehört hier rein und das ist eigentlich, oh, ich glaube, ich muss das mal kurz drehen, die Fütterungsstelle für die Giraffen. So, jetzt haben wir halt hier diesen langen Stab. Boah, ich habe jetzt schon voll das Platzproblem. Ich kriege das hier gar nicht mehr zur Seite. Das Teil hier. Füllen unseren Wassereimer. So. Festigen hier oben an der Stange einmal dieses Teil hier. Und dann kommt das, wo ich schon vermutet hatte, dass das hier dieses Fütterungsnetz ist. Das kommt da oben dran. Das müssen wir aber erstmal hier einhaken. Da hat man drei verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme einfach mal die letzte. Ich weiß nicht genau, was jetzt wichtig ist. Da muss natürlich jeder Haken hier einmal eingehakt werden. Ein bisschen gucken, dass sich das hier oben nicht so verdreht. Also das ist auf jeden Fall spannend. Sowas haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Also ich hatte sowas auf jeden Fall noch nicht bei Playmobil. Ein interessantes Gehänge, sagen wir es mal so. Das ist jetzt das Netz. Und hier kommt natürlich das Essen rein, also das Futter. Die fressen Blätter. Das tun wir jetzt mal hier so rein. Drapieren das so ein bisschen. Ich meine, gut, kann man nicht viel drapieren. Aber jetzt hängt das halt und kann dann hier oben eingehakt werden. Nämlich so. Und dann haben wir auch noch den Eimer. Moment, ich muss einmal rumdrehen. Der kommt nämlich hier vorne dran. Heißt also, hier unten wird getrunken und hier oben wird gegessen. Toll. Oder auch nicht. Zweiter Versuch. Ich glaube, ich drehe das mal ein bisschen zur Seite, damit die hier mehr Platz haben. Haha, ich glaube, so ist es wahrscheinlich besser, oder? Sieht nicht schlecht aus. Einmal hängt ein bisschen windschief, aber ich glaube, da haben die ein bisschen dran rumgenuckelt. Deswegen hängt er so schief. Und das ist jetzt unser Essens- und Trinkplatz für die Giraffen. Mann, warum hält der nicht? Ah! Ja, wo das jetzt genau hingehört, weiß keiner. Deswegen stelle ich es mal kurz zur Seite. Das sieht doch schon mal schön aus. Da kann man auch ordentlich, glaube ich, was mitmachen, so wie man das sich gerne hindrehen möchte. Das ist so ein kleines Felsenstück mit ein bisschen Wasser dran. Kann man hier oben so reinsetzen. Und diese kleinen hier braucht man, um später die Scheiben oben drauf zu bekommen. Ich glaube, das ist nicht ganz so schwierig, hoffentlich. Das vielleicht hier mit der Rückseite machen. Ah, das funktioniert. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. So, dann hier wieder so ansetzen. Reindrücken. Kann auch sein, dass es hier einen vorne und einen hinten gibt. Ich drehe das mal andersrum. Ja, okay, es gibt offensichtlich einen vorne und hinten, beziehungsweise einen links und rechts. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wie das reingeht. Das war einfach. Und der letzte, den setze ich hier auch schon mal oben drauf. Können wir eigentlich auch schon mal die Scheiben hier, oder? Ja, schon mal die Scheiben einsetzen. Das geht alles gut, das ist alles easy.
Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht wieder links und rechts vertauscht. Das wäre sehr ärgerlich. Und das hier mag ich voll, dass das irgendwie so ganz variabel ist. Also, dass das so ganz unterschiedliche Sachen sind. Das hier deckt wieder irgendwie das zweite Loch ab. Warum ist denn überhaupt hier ein zweites Loch? Verstehe ich überhaupt nicht. Und das hier gehört eigentlich hier rein. Und dann kann man das nämlich da so dran schieben. Einmal so richtig wunderschöne Seerosenblätter. Ihr seht schon, dass auch hier die Blüten ein bisschen anders aussehen als die normalen, die wir vorher hatten. Die wuchern ein bisschen mehr. Sehr hübsch. Das kann man hier so ransetzen. Klickt nicht, aber hält. So, das ist einmal die eine Seite. Zweite hier, die sieht ein bisschen wilder aus. Da muss man das einmal ineinander schieben. Das haben wir ja vorhin auch schon ein paar Mal gehabt. Aber ohne dieses Teil hier oben natürlich. Hält so mäßig gut, finde ich. Kann man da auch noch irgendwas draufsetzen? Nee, leider irgendwie nicht. Hier kommt dann ein brauner rein. Der ist vielleicht schon so ein bisschen angefault. Oder vielleicht hat er auch so ein bisschen zu viel Wasser bekommen. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so gesund aus. Hält nicht ganz so optimal, leider. Und auf der linken Seite haben wir noch ein Schilf. Achso, das passt nur auf das dünne Teil hier. Komisch eingezeichnet ist eigentlich, dass es hier drauf passt. Ach doch, passt auch drauf. Okay, weil so sieht es nämlich eigentlich besser aus. Das stecken wir dann in das linke Löchlein. So sieht es also hier von vorne aus, wenn die Gäste hier entlang laufen. Und ich denke mal, hier innen ist dann irgendwie halt ein See oder da wohnt wahrscheinlich der Pelikan. Und so sieht es dann von der Seite des Pelikans aus. Natürlich ein bisschen hübscher. Ich hatte es ja schon vermutet, das hier wird wohl ein Schild werden. Und irgendwie muss man das hier so... Bin mir noch nicht sicher, wie das hier aussehen soll. Ach so, warte mal. Ich glaube, man muss das hier oben durchstecken. Stimmt das? Nee, man muss das hier oben reinstecken einfach nur. Das kann man dann hier wiederum reinstecken. Und das kann man dann hier oben so dran klippen. Ich glaube so rum. Genau. Das ist natürlich aber noch sinnfrei, wenn wir keine Aufkleber drauf haben. Da gehören dann die Aufkleber Nummer 6 und Nummer 7 drauf. Nummer 6 verständlicherweise natürlich auf das obere Teil hier, weil das ist ja ein bisschen kleiner. Man kann sagen, der kleine Fuchs. Genau, sieht voll aus wie ein Fuchs, oder? Nicht ganz. Aha, und wer hat das schon erkannt? Das sind die Fütterungszeiten, wo die Zoobesucher dann sehen können, wer, wann, wo, wie gefüttert wird. Oben sehen wir den Pelikan, in der Mitte haben wir dann die Giraffenfütterung und unten die Pinguinfütterung. Ich frage mich noch, was ist denn das hier? Was kommt denn da jetzt hin? Hä? Ich sehe gar nicht, was hier reinkommt. Irgendwas muss doch da noch rein. Da kann man doch voll coole Sachen irgendwie reintun. Vielleicht irgendwie Futter oder so. Also bisher weiß ich noch nicht, wie es da weitergeht. Beziehungsweise, ob es da überhaupt weitergeht. Ich habe schon mal das nächste Teil hier geholt und das ist so ein kleiner Wagen. Da kann man jetzt nicht wirklich viel falsch machen. Einmal hier die Reifen rein. Hier muss man mal gucken, wie rum. Gibt es hier in vorne und hinten bestimmt. Sieht sogar schon richtig rum aus. Und dann haben wir so eine kleine Schubkarre, wo dann die ganzen Sachen transportiert werden können. Zum Beispiel wie die Fütterungssachen oder wenn sauber gemacht werden muss oder Heu, Stroh, keine Ahnung, alles Mögliche. Oh, das war noch gar nicht alles. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hier kommt noch was, nämlich man kann das nicht nur ziehen, sondern man kann es auch mit dem Fahrrad ziehen. Fahrräder haben ja bei Playmobil immer hier so einen kleinen Ständer, damit die nicht umfallen. So, da steht das natürlich eigentlich auch ganz gut. Das hier müssen wir irgendwie auf den Gepäckträger schieben, nämlich so. Das ist ja easy. Okay, das ist eine coole Sache. Das ist echt gut gemacht. Und dann kann man das hier oben so ein Haken. Aber bevor ich das mache, muss das hier noch draufgespannt werden. Was ist das? Gehört irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Sachen einfach so halten soll, dass das nicht rausfällt. Hier hinten muss das noch befestigt werden. So richtig auf Spannung. Und dann kann man vielleicht hier so richtig was drunter schieben, damit das nicht rausfliegt, wenn er hier so ordentliches Tempo drauf hat. Das würde ich jetzt hier einfach noch einmal einhaken. Und dann haben wir ein ganz cooles Transportgerät. Transportgerät, also ein Fahrrad mit einem Anhänger. Oh. Hey! Es wäre, glaube ich, auf jeden Fall besser, wenn ich hier unten diese Stütze wegmachen würde. Dann fährt das Fahrrad natürlich besser. So steht es halt jetzt ganz gut, aber es fährt natürlich nicht so gut. Oh Gott, ich mache jetzt einfach mal hier weiter, weil hier muss irgendwie voll viel geklebt werden, habe ich gerade gesehen. Auf dieses kleine Teil 4 Aufkleber. Was? Vielleicht fange ich mal mit dem an. Kann man ja schon ganz gut erraten. Das ist natürlich das Geld. Das Geld gehört in die Schublade. Nämlich hier. Vorne mache ich das Kleingeld rein, hinten die Scheine, weil Kleingeld holt man immer so raus. Das ist einfacher. Deswegen gehört vorne immer das Kleingeld hin. Das ist ein bisschen schief. Hat keiner gesehen, kommt sowieso gleich hier rein. Die 12 ist dann hier einmal das Bedienfeld, wo man dann eintippen kann, welches Ticket gekauft wird. Das muss natürlich nach da unten. Und hier haben wir den Preis. Ihr seht schon, den haben wir doppelt, weil natürlich muss der Kassierer den Preis einmal sehen. Der muss ja wissen hier, was er sagen muss. Dann sagt er, ja, das kostet 6 Euro. Was steht hier? 6,20 Euro. Und auf der anderen Seite steht ja der Zoogast. Und weil der natürlich auch wissen muss, was er bezahlen soll und der andere ihm noch nicht einfach irgendeinen Humbug erzählt, der Verkäufer, ist das hier auch in der Kasse eingegeben. Da kann er nochmal nachgucken. Aha, 6,20 Euro, habe ich 20 Cent klein. Ich meine, wer kennt das nicht? Man hört nicht richtig zu und stiert dann wie so ein Blöder immer auf dieses Schild. So, ey, was war das nochmal? Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Und ich glaube, hier kann man sogar mit Karte zahlen. Tun wir jetzt hier nochmal eben schnell die Schublade rein. So, einmal hier reinschieben. Und die Kasse gehört natürlich auf den Tresen. Da muss man jetzt nicht ganz so viel zusammen
stecken, nämlich nur das hier. Einmal nur mal kurz gegenchecken, wie rum. So rum ist auf jeden Fall richtig. Vorne ist geschlossen, sodass die Kunden natürlich hier nicht reingucken können, was der Verkäufer da unter seinem Tresen so bunkert. Vielleicht irgendwelche Tüten oder ein Apfeleimer oder wenn er halt wieder Dinge auffüllen muss. Vielleicht sind die auch alle unterm Tresen. Oder vielleicht auch sein Pausenbrot. Da ist ja ordentlich Platz. Die Kasse können wir schon mal draufstellen. Ich würde die vielleicht so rum hinstellen. Nee, warte mal, das passt ja gar nicht. Vielleicht hier auf der Seite. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, ob das wirklich hier hingehört, aber ich stelle es jetzt einfach erstmal so hin. Mal gucken, vielleicht finde ich da gleich noch was. Da ich ja gerade hier am Bekleben bin, mache ich einfach mal weiter. Wir haben hier ein paar Sachen, die jetzt noch beklebt werden müssen. Hier mal die 9. Aha. Ah, mir blüht da was. Ich glaube, ich weiß, wohin damit. Das ist ja schön. So, es gibt immer zwei Seiten. Ist egal, wie rum. Also ich schätze mal, hier ist ja so ein kleiner Einschnitt. Da auf jeden Fall nicht. Ich meine, hier muss die Karte so rum drauf. Ich glaube, das ist aber nicht so wild, wenn das andersrum drauf ist. So, dann haben wir schon mal die erste. Ich beklebe jetzt erstmal alle, bevor ich euch zeige, was ich glaube, wo das hingehört. Oh nein, mir fällt gerade ein, ich wollte doch nochmal wen grüßen. Das mache ich gleich. Ich gucke gleich nochmal. Ach so, und wisst ihr auch was? Es ärgert mich so unfassbar. Unter meinem letzten Video, was ich hier hochgeladen hatte, da wurden die Kommentare wieder mal deaktiviert. Ach, das heißt, die ganzen Kommentare, die ich da beantworten wollte, die unter dem LOL-Video waren, kann ich leider nicht mehr beantworten. Ich habe so viele schöne Kommentare da gehabt und dachte so, ja, und beim nächsten Mal, und dann beantworte ich die. Nein, Pustekuchen. Die Kommentare sind leider alle schwupps, die sind alle weg. Schwupps, genau. Die sind alle futsch, das sollte ich sagen. Falls ihr also da kommentiert habt, tut es mir total leid. Ich hätte euch sehr, sehr gerne geantwortet, aber es geht nicht mehr, weil leider die Kommentare nicht mehr vorhanden sind. Naja, deswegen werde ich mich jetzt wohl an anderen Kommentaren bedienen müssen, die halt auch jetzt in der letzten Zeit so eingegangen sind. Und da gucke ich jetzt gleich mal. Aber vorher zeige ich euch noch, ich glaube, wo das hier hingehört. Oh Gott, das passt ja gar nicht. Hilfe, Hilfe! Vielleicht muss ich die hier irgendwie immer so ein bisschen drehen. Nee, das geht ja mal gar nicht klar. Oder gehört vielleicht vorne zwei und hinten zwei. Das kann auch sein. Ich glaube, das ist besser. Ich mache das mal so. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir hier und da jeweils zwei Karten. Ich denke mal, die muss man vielleicht kaufen. Dann gehört es bestimmt so an den Eingang. So, ich schaue mal gerade, was ich hier so finde. Zanzara, du bist talentiert und gute Laune machen. Okay, danke schön. Das passt auch hier. Wann geht es los mit den Playmobil-Geschichten und den Playmobil-Unboxings? Ja, jetzt geht's los mit den Unboxings, mit den Geschichten. Ihr wisst ja mein Problem. Ich bin sehr perfektionistisch. Ich habe aber letztens wieder weitergeschrieben. Also ich habe schon was fertig geschrieben und so. Und ich mag die Geschichten halt mega und deswegen muss ich einfach mal anfangen mit drehen. Oh, und hier steht das eine Schwein. Was Blaues, das ist nicht super selten. Bye. Ey, bitte was? Ich weiß, was gemeint ist, weil ich habe ein Schweinchen hier für selten gehalten, das was leider nicht selten war. Und ich habe es so oft in den Kommentaren gelesen. Ja, ich habe es verstanden. Es war nicht selten. Danke. Oh, ich habe wohl noch einen übersehen. Ha, da habe ich ihn gefunden direkt. Hier habe ich nämlich 6 Aufkleber. Habe nochmal nachgezählt. Dachte gerade so, hä? Das sind die verschiedenen Tiere. Ah, ach so. Das sind Postkarten, die man kaufen kann. Ah, ich verstehe. Ist jetzt egal, wie rum man das draufklebt? Ich glaube, ich würde es ja fast eher so raufkleben, dass die schöne Seite irgendwie so außen ist. So einmal hier irgendwie so ansetzen und dann einmal umklappen. Dann hat man hier so einen süßen Pinguin. Ist natürlich nicht, ob das jetzt so rumgehörte oder andersrum. Steht hier auch nicht drauf. Wo genau das hinkommt, weiß ich auch noch nicht. Hier noch irgendwie so ein paar Verkaufs... Ah, ich sehe da hinten so ein paar Kisten. Eventuell kommt das da rein. Na, erstmal soweit fertig kleben und dann gucken, wohin damit. Zebra fertig. Als nächstes kommt der Löwe. Mein absolutes Lieblingstier bei Playmobil. Die Löwen. Die finde ich so cool. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht nur mir so geht, weil sonst hätten die Löwen nicht so ein großes Set bekommen. Hier mit diesem komischen Glitzerding. Wo kommt das her? Ich hatte tatsächlich auch damals richtig viele Löwen. Ich überlege gerade, wie viele das waren. Das waren schon einige. Ich hatte immer so eine Angewohnheit, dass ich meinen ganzen Tieren Namen gegeben habe. Und da habe ich die immer mit Bleistift irgendwo draufgeschrieben. Also entweder so unten auf den Bauch, wo man es halt nicht so krass sieht. Bei den Pferden immer auf den Hals. Das sah ja aber eigentlich gar nicht so schön aus. Aber ich fand das irgendwie cool, dass ich halt wusste, welches Pferd welches ist. Und damals war das noch so, dass die Playmobil-Pferde sich nicht so krass unterschieden haben. So wie die, die es jetzt heute gibt. Ich finde die so cool heute, weil die Pferde sich ja wirklich kaum gleichen. Dann gibt es ja so wunderschöne gescheckte Pferde oder halt mit verschiedenen Mähnen, also verschiedene Farben. Und das gab es halt einfach damals nicht. Ich glaube, ich hatte irgendwie so 6 oder 8 gleiche Pferde, die halt alle grau waren mit weißen Punkten. Und ich dachte nur so, ja toll, dann kann ich die ja gar nicht auseinanderhalten. Und deswegen habe ich dann immer die Namen auf die Hälse draufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie bekannt vorkommt. Vielleicht macht ihr das ja auch. Aber eigentlich ist es heutzutage gar nicht mehr notwendig bei diesen ganzen coolen Pferden, bei den verschiedenen. Guck mal, das sind jetzt unsere Postkarten. Finde ich ganz niedlich, ne? Oh, der ist falsch rum. Hier rum gehört er eigentlich. Na, ach egal. Und diese 3 Dinger, davon habe ich ja schon häufiger mal was beklebt. Das sind Eissorten dieses Mal, oder? Ah, Moment. Es könnte Eis sein. Es könnte aber auch einfach nur so ein Schokoriegel sein. Ich habe es gerade mal intuitiv für ein Sandwich-Eis gehalten, aber es könnte auch sowas wie zum Beispiel Knoppers sein. Hm, was meint ihr? Ich weiß es nicht. Sandwich, Knoppers, Sandwich,
Knoppers? Ich weiß nicht. Ja, das sieht schon eher aus wie Knoppers. Könnte auch alles sein. Maßregel mit Erdbeerfüllung. Oder so ein kleiner Schoko-Erdbeerkuchen. Oh, lecker. Ich habe noch einen halben Muffin. Den werde ich jetzt gleich erstmal essen. Aber erst, wenn ich das zweite Video, glaube ich, fertig habe. Oh Gott, das dauert jetzt schon so lang. Ich hoffe nur, dass ich bei dem zweiten Video nicht so viel irgendwie kleben oder zusammenbauen muss. Ja, eigentlich ja nicht. Bis auf diese extra... Oh Gott, nee, da muss ich ja nochmal das Ding da zusammen... Nein, ich will nicht. Das sind einmal unsere drei Törtchen, Eis, Schoko, wie auch immer. Emil, leicht verwirrend. Ich glaube, wir haben irgendwie zu viel. Ich glaube, das hier ist einmal zu viel. Und der hier ist einmal zu viel. So, dann tun wir doch mal die beiden weg. Ich glaube, das ist... Brauchen wir nicht. Können wir nichts mit anfangen, leider. Jetzt haben wir natürlich Ballons. Ballons hatte ich auch schon häufiger. Ich gucke gerade mal kurz, zu welchem hier der gelbe gehört. Weil da haben wir nur einen von. Da gehört der hier dazu. Das tun wir einmal hier so rein. Und dann klicken wir das hier zusammen. So. Klickt nicht, aber hat trotzdem geklappt. Am Ende haben wir dann hier noch so einen Ballonhalter. Da stehen die Ballons, beziehungsweise fliegen dann. Hängt ein bisschen traurig. Die sind ja auch voll süß hier mit den Tigern. Das ist voll fies. Wir haben noch gar keine Tiger. Da müssen wir erstmal auf den Juli warten. Oh. Ich hoffe, wir haben dann auch kleine. Ich glaube aber ja. Ich glaube, wir haben auch Baby-Tiger. Auf die Tiger freue ich mich auch. Ah, und ich habe auch einen Kommentar gelesen gehabt. Ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Liebe Grüße erstmal an dich. Du hattest auf jeden Fall geschrieben, dass man früher die anmalen musste. Die Zebras, ich glaube auch Tiger hattest du gesagt. Das erinnere ich tatsächlich noch. Und ich muss sagen, ich fand das irgendwie total doof. Ich weiß nicht genau, ob du das gut fandest. Ich fand es halt mega blöd, weil es irgendwie total doof aussah. Upsala. Also ich hatte das halt irgendwie nicht so schön hingekriegt und deswegen waren dann meine Tiger total verhunzt und auch die Zebras. Wenn man dann so versucht hat, irgendwie ein Auge zu malen, ist dann so abgerutscht. Boom, kaputt. Also nicht kaputt, sah halt blöd aus dann. Wobei ich glaube, so im Nachhinein, man hätte das mit Nagellackentferner oder sowas vielleicht auch wieder ganz gut abkriegen können. Wusste ich natürlich da nicht zu der Zeit. Hm. Unsere Ballons, inklusive Ballonhalter, kann man dann vielleicht auch irgendwo am Eingang erwerben. Hier habe ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die man noch ein bisschen zusammenbauen muss, wo aber eigentlich nicht viel zu tun ist. Habt ihr das schon erkannt? Das finde ich eigentlich total süß. Das ist nämlich so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, zum Füttern ist das so ein Eimer. Hier oben wird Milch reingefüllt und hier unten ist so ein kleiner Nuki. Damit kann man dann die kleinen Tiere säugen, die halt entweder zu wenig Milch von der Mama kriegen oder halt einzeln vielleicht gehalten werden oder keine Mama haben. Die werden dann damit gefüttert. Jetzt wissen wir auch, wozu diese ganzen Dinger hier gehören. Das ist für die kleinen Handtäschchen. Das ist ja auch goldig. Ich denke mal, das sind vielleicht so kleine Taschen von den Kindern, die dann auch irgendwas noch zum selber Essen mit dabei haben. Ja, irgendwas, was man halt eben hier für unterwegs braucht. Vielleicht tragen die da auch noch ein paar Sachen für die Tiere. Ich weiß nicht genau, ob man die Tiere hier in diesem Zoo füttern darf. Im Streichelzoo bestimmt, aber da darf man ja dann eigentlich auch nur das Futter vom Zoo wahrscheinlich sich kaufen. Wobei, ich meine, das müssen sie auch irgendwo tragen. Hier ist ein kleines Schaf drauf. Auf der letzten Tasche ein kleiner Bär. Und das sind auf jeden Fall Taschen für Kinder, oder? Haben wir denn überhaupt drei Kinder? Muss ich gleich mal gucken. Ja, ich sehe eigentlich nur zwei. Hä? Und das letzte gehört hier zu der Kamera. Da haben wir einen ganz engagierten. Das habe ich früher auch mal gemacht. Da hatte ich mir gerade eine neue Kamera gekauft. Mein erster Spiegelreflex. Und dann bin ich auch in den Zoo und habe da erstmal wie wild Tiere fotografiert. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen. Die waren sehr fotogen, die Tiere. Hier gehört das Heu rein, beziehungsweise Tierfutter halt generell. Ich glaube, hier kommt nichts mehr drauf. Vielleicht noch eine kleine Maus oder so. Und das ist der Hügel von dem Maulwurf. Der da wohl reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Eigentlich führt er da ein sehr gefährliches Leben mit den ganzen wilden Tieren. Ach, wir haben ja noch keine wilden Tiere. Egal. So, der Rest, der jetzt kommt, der ist eigentlich ziemlich wild. Da weiß man nicht genau, was wohin gehört. Man hat schon wieder dieses Glitzerding. Ah! Entweder kann man das hier vielleicht reintun. Man könnte sich aber auch überlegen, das vielleicht dort reinzutun in den großen Eimer. Oder passt das hier vielleicht drauf? Hm, nee, wohl eher nicht. Oder die Äpfel. Da hat irgendjemand hingemacht. Hm, könnte man hier auch abtransportieren. Oder in den Wagen rein. So intuitiv würde ich jetzt einfach hier erstmal so den Fisch reintun, dann kann der hier transportiert werden. Die hier könnte man natürlich auch dort reinstecken. Da wird dann das neue Gras geholt. Das kann dann hier so hochgehoben werden. Ich zeige euch das jetzt einfach erstmal, weil ich werde das gleich irgendwie so ein bisschen aufbauen müssen, dass das schön aussieht. Aber damit ihr wenigstens einmal auch gesehen habt, was da komplett alles noch mit dabei ist. Wisst ihr, was ich gerade festgestellt habe? Hier ist auf dem Bild außen sowas drin. Also das heißt, man kann so Zootaschen kaufen. Ah, das sind so Souvenirs. Okay, das macht natürlich auch Sinn. Ups. Und diese Schale ist gedacht für die Postkarten. Die kann man hier nämlich ganz gut reinsortieren. So, müsste ja auch eigentlich da komplett reinpassen. Jetzt sind die leider alle auf dem Kopf, hätte ich vielleicht doch andersrum kleben müssen. Oder ich müsste sie andersrum hier reinpacken. Das geht eigentlich auch. Geht sogar besser. Ha, habe ich sie doch richtig geklebt. Und ganz vorne natürlich mein Lieblingslöwe. Ich würde mal sagen, da könnte man das hier so hinstellen. Also so könnte man das sich so ein bisschen vorstellen. Hier kann man natürlich auch Ballons kaufen. Die Taschen stehen auf dem Bild hier auf dem Boden daneben. Und ich habe auch noch eine letzte Schale gefunden, nämlich hierfür, für die Schokoriegel. Dann ist es wohl doch
kein Eis, weil sonst würde das wahrscheinlich nicht einfach draußen in einer Schale stehen. Okay, passt nur schräg rein, aber dann auch ganz genau. Das stellen wir einfach hier vor die Ballons. Ja, das ist auch ein ganz süßer Verkaufsstand. Dann drehen wir das vielleicht noch um, weil man kann ja auch noch die Karten kaufen. Hier vielleicht so auf dieser Seite. Und dann haben wir auch noch eine Verkäuferin. Kann man nämlich ganz gut erkennen hier auf dem Emblem vorne auf dem Pulli. Die hat einen kleinen Sonnenschutz, damit sie keinen Sonnenstich bekommt und auch gut gucken kann. Nicht, dass da jemand was klaut. Die stellen wir dann natürlich hier dahinter. Und diese kleine Maus, die hat sich einfach hier irgendwo verirrt, weil hier fällt natürlich auch immer wieder irgendwas zu essen ab. Und die bedient sich da einfach an dem, was da übrig bleibt. Ah, ich sehe auf dem Bild, da ist das Heu hier drunter gestapelt. Ich glaube, wir können das hier auch mal lose machen, weil wir da ja ein bisschen mehr Platz drunter brauchen. Dann können wir nämlich das äußere Loch nehmen, damit das nicht so eng ist. Und diese Vorrichtung hier an der Seite, das finde ich auch richtig cool. Da kann nämlich das Werkzeug hin, damit die Tiere dann auch gefüttert werden können. Und zwar sieht das dann so aus. Haben wir noch was anderes? Ah, hier vielleicht die Schaufel. Könnte man ja eigentlich auch da rein tun. Ha, voll gut. Noch hier anhängen. Ich habe gerade noch eine zweite Maus gefunden. Die kann meinetwegen zu der anderen. Dann gibt es noch zwei verschiedene Arten von Flaschen. Einmal diese hier und einmal die blaue. Ich schätze mal Saft und irgendwie Wasser. Allerdings weiß ich nicht genau, wohin damit. Entweder kriegen die jetzt alle in die Hand oder wir bunkern das irgendwie hier unter der Kasse oder so. Oder drapieren das oben auf der Kasse. Puh, ich weiß jetzt gerade echt nicht, wohin damit. Flaschen sind nämlich leider überhaupt nicht abgebildet. Voll komisch. Ich weiß nur, dass es früher auch immer noch mal so andere Aufnahmen gab, dass man halt immer noch mal gesehen hat, wie man es noch zusammensetzen kann. Das hat man hier leider überhaupt nicht. Das finde ich total schade. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Meint ihr, das ist irgendwie Tierkot? Vielleicht, oder? Bestimmt nichts zum Essen. Falls ihr eine andere Idee habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, falls die Kommentare gehen sollten. Vielleicht, ja, vielleicht ist es auch Essen. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben ja auch noch diesen Bottich. Vielleicht tue ich das einfach mal in den Bottich rein. Vielleicht ist es halt wirklich einfach Poops. Wobei ich dachte, dass eigentlich das hier Dreck ist. Aber okay. Und wo diese vier Donuts hingehören, weiß ich auch überhaupt nicht. Wir haben keinen Platz mehr, irgendwas noch zu drapieren oder irgendwo hinzustellen. Die fliegen jetzt hier einfach irgendwie rum. Kann ich die nicht einfach so neben die Taschen tun? Ist natürlich nicht ganz so sinnig, aber irgendwo müssen sie ja jetzt gerade mal hin. Passt irgendwie. Nicht optimal, aber es passt. Kommen wir mal zu den Figuren. Es sind noch mehr Figuren dabei. Ich habe ja schon eine Verkäuferin. Dazu kommen nochmal drei weitere große Figuren und zwei Kinder. Ich habe irgendwie aus Versehen drei Uhren. Eigentlich sollte es, glaube ich, nur eine Uhr geben. Aber egal, hat jetzt jeder eine Uhr. Nur die Verkäuferin hat keine. Die Arme. Die muss einfach so lange arbeiten, bis der Chef kommt und sagt, ist vorbei. Und dann darf sie erst gehen. Das ist einmal hier der Tierpfleger. Er kriegt eine Mütze auf. Aber natürlich so rum, wie sie auch gehört. Vielleicht eher so rum. Ach, so rum. Jetzt habe ich es. So rum gehört es. Der hat ein Hemd an, was er so hochgekrempelt hat, damit er halt auch richtig arbeiten kann. Ich glaube fast, dass das eine Latzhose ist, damit er sich nicht so dreckig macht. Und damit man ihn auch als Zoo-Mitarbeiter erkennen kann. Also falls jemand was wissen will, dann können sie halt den fragen. Der hat natürlich Ahnung von den ganzen Tieren. Weil das eigentlich doof ist, dass der nur... Nee, komm, das kann ich nicht machen. Die Uhr wird dreckig. Ich gebe ihr eine Uhr. Ich glaube, bei den Kindern passen die Uhren ja eh nicht. So, jetzt weißt du doch, wie spät es ist. Dann weiß er nicht, wie spät es ist. Dann haben wir einmal den Mann hier. Der trägt ein Hemd über seinem Longsleeve, oder? Der hat hier unten noch so ein weißes Shirt drunter. Eine Jeanshose, gelbe Schuhe, hinten auch alles nochmal so ein bisschen türkis, okay. Und eine relativ gestriegelte Frisur, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir eine Frau mit ausdrucksstarken Augenbrauen. Die sieht leicht böse aus oder genervt oder so. Die ist doch ein Zoo, wieso ist die genervt? Die soll sich gefälligst freuen. Komm, Augenbrauen, hüpft, hüpft. Ah, ich habe eine Handtasche. Die gebe ich ihr jetzt mal. Wobei natürlich auch Männerhandtaschen tragen können. Ah, die kann sie entweder so halten oder hier so über den Arm tragen. Ich mache mal beides, dann sieht das so aus, als würde sie das so... Falls die bekommen, trägt sie das so. Die hat übrigens ein kurzes Hemd, ich bin mir gar nicht so sicher, ist das ein Hemd oder was ist das? Ja, doch. Hier vorne sind ja Knöpfe, ne? Dann ist das wohl ein Hemd. Schickes Outfit, Madame. Dann einmal diese Kleine hier. Eigentlich ganz süß. Oh, guck mal, die hat einen kleinen Tiger auf dem Shirt. Sogar relativ schick oben rum. Aber unten rum ist sie dann doch wieder ganz sportlich mit so einer Cargohose hier mit Taschen. Auch süß. Und noch ein kleiner Junge mit meiner absoluten Lieblingsfigur. Die liebe ich. PM. Playmobil. Playmobil-Shirt und so eine kleine Weste drüber. Kurze Hose, Sandalen. Wetter scheint offensichtlich ganz gut zu sein. Vielleicht sind die ja auch eine Familie. Kann auch sein, ne? Nein, ich habe noch eine Uhr. Ich habe doch nur gefunden. Okay, dann kriegt er halt doch eine. Dann ist sie vielleicht wasserdicht. Aber es sieht voll aus wie eine Golduhr. Naja, passt gut auf. Ich sehe gerade, ich habe noch das und das. Wo tue ich denn den Schmetterling mal hin? Habe noch ein paar Plätze gehabt. Ah, tue ich vielleicht gleich nochmal oben auf den Baum. Dann habe ich euch das hier noch nicht gezeigt. Doch, habe ich ja eigentlich schon beim Auspacken gezeigt, ne? Das ist ja für das Pinguinbecken. Die Rutsche und auch hier so ein kleines Teil, wo die noch ein bisschen drauf schwimmen können, so ein paar Schollen. Das muss ich euch dann gleich nochmal richtig im Zoo zeigen. Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich eigentlich die Tiere. Ich kann ja schon mal verraten, ich bin leicht enttäuscht. Ja, das sind alle Tiere unseres Zoos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das sind einfach alle Tiere unseres Zoos. Mehr ist nicht drin. Es sieht gar nicht mal so viel aus, oder? Wir haben einfach nur... Also,
Ich sag nicht, dass sie doof sind, weil ich finde die eigentlich ziemlich süß. Ich finde auch das ziemlich cool, dass man hier alles richtig schön bewegen kann. Schwanz leider nicht, hätte ich cool gefunden, aber man kann jedes Bein einzeln bewegen. Das mag ich mega, finde ich echt gut. Also ich mag generell halt einfach diese Beweglichkeit bei den Tieren bei Playmobil. Das fand ich immer schon toll. Auch wie man die dann so hinstellen kann und so. Ich weiß nicht genau, ob das auch hält. Nein, das hält natürlich nicht. Stelle ich euch gleich einmal richtig in den Zoo rein, damit ihr seht, wie das aussieht. Dann haben wir eine kleine Giraffe, wo man leider nur den Kopf bewegen kann. Was ich mega schade finde, dass man hier nicht die einzelnen Teile bewegen kann. Ich finde, das hätte man locker mal machen können, oder? Bei so einer kleinen Giraffe. Und wir haben halt wirklich auch nur eine große, eine kleine. Sonst keine weitere. Bisschen schade. Dann haben wir zwei große Pinguine. Wobei man normalerweise ja bei Pinguinen eigentlich meistens mehr hat. Hatte ich damals auch mehr. Aber sie sahen damals nicht so schön aus. Also die sehen definitiv sehr viel schöner aus als die alten Pinguine. Auch, dass sie verschiedene Stellungen hier haben. Aber man kann nichts bewegen. Gar nichts. Das finde ich immer schade. Das fand ich immer schon doof an den Figuren, wenn man nichts bewegen konnte. Das finde ich halt irgendwie nicht so toll. Und auch an den kleinen kann man leider gar nichts bewegen. Wir haben verschiedene. Wir haben einmal einen, der steht. Ah, okay, das ist der gleiche hier. Zweimal einen, der frisst. Und der steht, glaube ich, auch wieder. Ja, also das ist der gleiche wie der hier. Wir haben zwei verschiedene Arten von Pinguinen. Zwei, die stehen, zwei, die fressen. Den kann man natürlich hier mit dem dann ganz gut zusammenstellen. Ja, und halt einen Pelikan. Mehr nicht. Das ist traurig, finde ich. Nein, man kann auch nicht mal die Flügel bewegen. Das sieht so aus, als könnte man. Man kann halt nur die hier bewegen. Auch nicht den Kopf? Nee, nur das hier. Ja, dann, Also bevor ich das ja jetzt hier einmal richtig aufbaue, kann ich ja schon mal so ein bisschen mein Fazit wiedergeben. Sagen wir mal so, für 70 Euro, finde ich, was es ja normalerweise kosten würde, ist das schon happig. Und man hat ja eigentlich mehr Spielumgebung als Tiere. Wobei man sich auf der anderen Seite genau die Tiere auch aussuchen kann, die man gerne haben möchte. Und man sich da dann nicht irgendwelche holen muss, die man sowieso nicht haben will. Aber für so ein Grundpaket finde ich es eigentlich nicht so mega krass viel. Aber den Weg oben finde ich ganz gut. Ich glaube, man kann das halt auch nochmal richtig ausbauen. Das habe ich auch schon gesehen, dass man da die Teile miteinander verknüpfen kann. Ich habe gar keine Lust, das wieder abzumachen, weil ich nicht weiß, ob ich es überhaupt abbekomme. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und einen Kommentar, was ihr so persönlich darüber denkt und was vielleicht das Lieblingstier wäre, was ihr unbedingt in eurem Zoo haben wollt, was da nicht fehlen darf. Ich habe schon gesagt, bei mir sind es definitiv die Löwen. Finde ich ganz toll bei Playmobil. Ich liebe sie. Ich freue mich tierisch auf das Set, wenn ich euch das gleich zeigen kann, weil ich werde ja jetzt noch weiter aufnehmen. So, dann lege ich jetzt mal los mit dem Aufbau und guck mal, ob ich das hier alles auf dem Tisch hinbekomme. Wenn nicht, sehen wir uns gleich im Büro. Aber so verabschiede ich mich schon mal von euch und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei den kleinen Bildern oder vielleicht auch noch beim Film. Mal gucken, was ich jetzt hier so noch mir ausgedacht habe. Bis bald. Tschüss. Jetzt geht's in den Zoo. Jetzt geht's in den Zoo. Na, du musstest ja auch lange genug warten, bis der neue Fuchshausener Zoo nun endlich eröffnet hat. Aber denk dran, es gibt noch nicht so viele Tiere. Der Zoo ist immer noch dabei, die neuen Tiere hier einzuleben. Dabei lassen sie sich Zeit, damit das Personal sich auch gut um jeden Neuankömmling kümmern kann. Ja, weiß ich doch. Aber Hauptsache, die Pinguine sind schon da. Du und dein Pinguin-Wahnsinn. Pinguine sind einfach die süßesten Wesen auf der ganzen Welt. Wie kann man das nicht wissen? Mama, ich hab Durst. Können wir noch was zu trinken holen? Na klar, machen wir. Guten Tag, wir hätten gerne eine Flasche Wasser. Gerne, bitteschön. Darf es sonst noch etwas sein? Hier, Gina, dein Wasser. Danke, Mama. Kannst du das nehmen? Ich verschütte doch bestimmt wieder alles. Ja, ja, schon gut. Also manchmal glaube ich, du hättest ein Wirbelsturm statt eines Kindes werden sollen. Ich geh schon mal rein, ja? Ich muss jetzt noch zwei Eintrittskarten für uns kaufen. Kein Problem, die Kleine kann gerne schon durchgehen. Oh, guck mal, da ist eine Maus. Das macht dann 25 Euro zusammen. Da ist eine Maus. Eine Maus? Also eigentlich halten wir keine Mäuse im Zoo. Die gibt's nur im Mäusezirkus. Na, aber da ist sie... Moment, da war gerade eine. Wirklich? Gina, lass mal gut sein. Das war sicher auch nur ein kleiner ungebetener Gast. Geh ruhig schon durch. So, hier sind die 25 Euro für Sie. Guck mal, Mama, hier oben. Kind, vorsichtig, nicht, dass du runterfällst. Man darf hier nicht über die Absperrung steigen. Ah, ich bin doch kein Baby mehr. Ich fall doch nicht über den Zaun. Ich such mal nach den Pinguinen. Bis gleich. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt im Fuchshausener Zoo. Vielen Dank. Ich versuche immer, meinen kleinen Wirbelwind wieder einzufangen. Papa. Hast du die Frau da eben gesehen? Ich glaube, das ist die Mutter von Gina. Oh, die Gina aus deiner Klasse? Von der du immer so viel erzählst?
Ja, die Gina, die vor mir sitzt. Sie malt ständig Pinguine während der Stunde. Ich glaube, die findet sie ziemlich toll. Meinst du, ich könnte ihr vielleicht eine Postkarte schenken? Ich weiß nicht, ob die sowas hier haben. Komm, wir gucken mal. Da! Da ist eine mit einem Pinguin drauf. Die gefällt dir bestimmt. Darf ich sie ihr schenken? Na gut, dann versuche ich dich mal ein bisschen zu unterstützen, damit sie auf dich aufmerksam wird. So hast du immerhin einen guten Grund, ihr gleich mal Hallo zu sagen. Danke, Papa. Das ist total nett von dir. Aber bitte verrat Mama nichts. Die will dann bestimmt alles haarklein wissen. Und das ist so peinlich. Keine Sorge, Sohnemann. Das hier ist eine Sache unter Männern. Hallo, die Damen. Wir hätten gerne diese Postkarte und noch eine Karte vom Park mit den neuen geplanten Gehegen. Und ein Erwachsener mit Kind, bitte. Sehr gerne. Das sind dann 26 Euro, bitte. So, da haben wir 30. Und 4 zurück. Ich wünsche einen aufregenden Tag im Fuchshausener Zoo. Ihnen auch. Vielen Dank, meine ich. Tschüss. Oh, da ist Gina. Guck. Na dann los. Sag Hallo und schenke die Karte. Gina. Gina. Hallo. Hä? Wer? Oh, Ron. Hey, was machst du denn hier? Das ist ja ein Zufall. Richtig cool, dass es heute so leer ist, hä? Huh? So hat man richtig viel Platz und die beste Sicht auf die Tiere. Und weißt du was? Ich habe schon die Pinguine gesehen. Die haben ein voll tolles Gehege und sogar eine Rutsche. Die haben gerade Nachwuchs. Ganz viele kleine Pinguin-Babys sind da. Und die sind die ganze Zeit am Rutschen und sowas von neugierig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hast du schon die Giraffen gesehen? Also ich noch nicht, weil ich ja ganz schnell erstmal zu den Pinguinen wollte. Weil Pinguine natürlich die süßesten Tiere der Welt sind. Das weiß schließlich jeder. Deswegen habe ich sonst auch noch gar nichts gesehen. Und du so? Oha, holt die Kleine eigentlich zwischendurch auch mal Luft? Oh, hallo. Also tatsächlich eher selten. Aber man gewöhnt sich daran, den kleinen Wasserfall plätschern zu hören. Meinem Sohn scheint es zu gefallen. Also ich habe eigentlich noch gar nichts heute gesehen. Nur dich. Aber du bist natürlich kein Tier. Du, Gina, guck mal. Ich hab da was. Vielleicht gefällt es dir, ja? Boah, eine Pinguinkarte. Die ist ja mal mega schön. Ich glaube, das ist die schönste Karte, die ich bisher bekommen habe. Hast du die extra für mich geholt oder wie? Weißt du was? Ich weiß jetzt schon, wo ich sie hinhängen werde. Nämlich an die Wand neben meinem Bett. Da habe ich eine Pinnwand, wo wichtige Sachen drankommen. Und die Karte ist natürlich definitiv wichtig. Und deshalb muss sie dahin. Dann kann ich sie jeden Abend vor dem Einschlafen angucken und sehe einfach den süßesten Pinguin der Welt. Und ich habe sie von dir geschenkt bekommen. Und das finde ich voll nett von dir. Komm her, lass dich drücken. Mama, guck mal, hast du gesehen, was ich für eine tolle Karte von Ron bekommen habe? Da ist ein Pinguin drauf. Und weißt du was? Ja, Pinguine. Ah! Meine Kamera! Ups, oh nein, Mama, das tut mir leid. Plötzlich war die Kamera vor mir und eigentlich stand ich gerade doch noch voll weit weg und mit einmal. Warte mal, ich guck mal kurz. Oh, ich glaube, ich sehe sie. Gina, sie ist im Gras gelandet. Vielleicht. Komm, ich halt dran, wenn ich... Geht doch nicht. Gina! Gina! Geht's dir gut? Ja, alles tippitoppi. Guck, ich hab die Kamera. Alles noch heile. Nicht mal das Display hat einen Kratzer. Gina, komm, nimm meine Hand. Wenn ich mich hier runterlehne, komme ich vielleicht auch nicht ran. Nein, nicht Ron. Das ist zu gefährlich, sich so weit über den Zaun zu beugen. Komm zurück. Ah, ich hab dich. Ron! Huch! Ach du liebe Güte, das war wohl etwas ungeschickt von mir. Geht's den beiden denn gut? Au, Ron, du bist auf mir gelandet. Ich bin doch kein Sprungtuch. Tut mir leid, das war irgendwie anders geplant. Ist dir was passiert? Tut dir was weh? Nein, mir geht's gut. Ich war noch nie so nah an Pinguin dran wie jetzt. Also alles hervorragend. Kannst du aufstehen? Soll ich dir helfen? Und die Karte hat nicht mal einen Knick. Also die Karte sollte gerade deine letzte Sorge sein. Wir sitzen hier im Pinguingehege. Ich weiß! Ist das nicht großartig? Ich werde schnell mal Hilfe holen, um unsere Kids aus dem Gehege zu bekommen. Hallo? Hallo, Herr Tierpfleger! Hallo, hören Sie mich? Hm? Oh, Hallöchen! Na, wie kann ich behilflich sein? Naja, wie soll ich sagen? Wir hatten da einen kleinen Pinguinunfall. Oh nein! Welcher ist verletzt? Einer der Kleinen? Oder gar Mutti-Pinguin? Nein, wie schrecklich. Nein, nein, keine Sorge, dem Pinguin geht es gut. Aber unsere Kinder sind in das Gehege gestürzt. Sind sie verletzt? Brauchen wir einen Krankenwagen? Muss ich Hilfe rufen? Ich fahr sofort los.
Kinder, wo seid ihr? Ist jemand verletzt? Hi, wir sind hier. Ah, da seid ihr ja. Alles okay. Uns geht es gut. Wir sind weich im Rasen gelandet. Naja, genau genommen bist du auf mir gelandet. Und ich heiße definitiv nicht Rasen. Na, wenn ihr noch scherzen könnt, scheint es euch ja nicht so schlecht zu gehen. Uns geht es super. Wir sind ja schließlich im Pinguingehege. Und Pinguine sind bekanntlich die süßesten Tiere der Welt. Ha! Siehst du, Ron? Er hat's gecheckt. Ich hatte schon die größte Angst, dass einem meiner kleinen Goldstücke etwas zugestoßen sein könnte. Aber die scheinen sehr interessiert an eurer Kamera zu sein. Man mag es kaum glauben, aber Pinguine sind sehr soziale und neugierige Wesen. Wie heißt denn der Große da, der unsere Kamera hat? Das ist Erwin, der Boss sozusagen. Der nimmt alles erst einmal genau unter die Lupe. Könnte schwierig werden, die Kamera so einfach wiederzubekommen. Ich werde es mal mit einem Tauschhandel versuchen. Fisch gegen Kamera. Komm her, Erwin. Schau mal, was ich da hab. Dein Lieblingsfischi-Fischi. Na komm, den magst du doch so gerne. Gib die Kamera her. Feiner Erwin. Da hast du deinen Fisch. Nein, nein, Fips. Die Kamera gibt es nicht mehr. Die war nur eine Leihgabe. Geh mal brav zu den anderen spielen. So, Kinder. Da haben wir das gute Stück. Ist vielleicht etwas feucht, aber ich glaube, das kann die Kamera ab. Sieht auf jeden Fall so aus. Dankeschön, Herr Zoowärter. Nennt mich einfach Konstantin. Dankeschön, einfach Konstantin. Ja. Wie auch immer. Komm mit. Ich zeig euch, wo ihr wieder aus dem Gehege kommt und bringe euch zu euren Eltern. Warst du schon mal in einem Gehege im Zoo, Ron? Ist das nicht aufregend? Puh, fast schon zu aufregend. Ah, da sind sie ja schon. Hier sind wir. Gina, Ron, geht's euch gut? Tut euch was weh? Müssen wir zum Arzt? Nein, alles okay. China geht es sogar mehr als gut, glaub ich. Hier, ihre Kamera. Etwas schmutzig, aber wie es aussieht, funktionstüchtig. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Kein Problem. Ich freue mich, wenn ich mal etwas Abwechslung bei der Arbeit habe. Ist ja alles gut gegangen. Genießen Sie noch das schöne Wetter. Und ihr seid bitte ein bisschen vorsichtiger beim Tiere erforschen, Kinder. Ei, ei, einfach, Konstantin. Danke. So, was haltet ihr denn davon, wenn wir alle gemeinsam auf den Schreck ins Parkcafé gehen und einen kleinen Happen essen? Ich lade euch ein. Das wäre toll, ja. Sehr gerne. Ich könnte jetzt auch einen Kaffee gebrauchen. Wuhu, super! Ich möchte einen Muffin. Am besten mit Streuseln. Wer als erstes da ist, gewinnt. Der letzte ist ein Büffelpups. Wo nimmt Gina nur all die Energie her? Da hätte ich auch gern mal eine Scheibe von. Das frage ich mich auch immer wieder. Was meinen Sie? Wir könnten unseren nächsten Zoobesuch vielleicht direkt gemeinsam planen. Dann langweilen sich die Kinder nicht. Wobei, kennt Gina überhaupt Langeweile? Nein, gelangweilt habe ich sie bisher noch nie erlebt. Aber die Idee finde ich sehr schön. In einem Monat sollen ja schon ein paar weitere Tiere angekommen sein. Da gibt es dann noch etwas mehr zu sehen als bisher. Und auch der Spielplatz wird dann eingeweiht. Das wird auf jeden Fall auch ein Highlight. Ron freut sich schon sehr auf den Streichelzoo. Ron, ich möchte unbedingt noch ein paar Erinnerungsfotos von diesem Tag machen. Komm, von dir habe ich noch gar keins. Stell dich mal dahin. Ich bin aber gar nicht so gut im Fotografiert werden. Ach Quatsch, du siehst doch gut aus. Los, mach mal was. Beweg dich. So? Sieht das überhaupt gut aus? Ja klar, voll gut. So, jetzt guck mal an mir vorbei. Ja, genau so. Mhm. Jetzt dreh dich doch mal. Ja, super, genau. Und jetzt einmal frontal in die Kamera zu mir. Ja? Ja, super. Ich glaube, das war gut. Komm, wir gucken mal die Fotos an, ob da was Gutes bei ist. Hä? Nicht gut? Ich wusste doch, dass ich das nicht kann. Nein, nein, deine Fotos sind super. Aber guck mal bitte, was ich hier gefunden habe. Das gibt's ja nicht. Die Pinguine haben Fotos gemacht. Ja, das sind die besten Fotos, die ich je von Pinguinen gesehen habe. Ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Oh mein Gott, Gina. Danke, aber Gina reicht. Das war der coolste Tag überhaupt.